Nintendo wird vermutlich 2024 eine neue Konsole auf den Markt bringen und die Gerüchteküche zur Switch 2 brodelt. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen gab es viele neue Details und ich möchte euch heute im Video einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was euch da voraussichtlich, das sind natürlich alles Gerüchte, nächstes Jahr aus dem Hause Nintendo erwartet. Und den ersten Punkt habe ich einfach mal Konzept genannt, denn die Idee einer Switch soll erhalten bleiben. Bedeutet eine Mischung, eine Hybridkonsole aus TV-Konsole und Handheld, die man nahtlos nutzen kann. Bedeutet den Handheld in den TV stecken und umgekehrt und das Ganze funktioniert reibungslos. Das kam mit der Switch gut an und es steht im Raum, dass Nintendo dabei bleibt. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Vermutlich wird es nicht mehr mit einer Nintendo Switch Lite später kommen, denn sind wir mal ehrlich, die war ja auch keine wirkliche Switch, kam auch bei den Verkaufszahlen gar nicht so gut an. Stattdessen steht im Raum, dass wir zwei Versionen sehen werden. Nächstes Jahr auch direkt zum Marktstart. Einmal eine rein digitale Version und eine Version, mit der man noch Cartridges nutzen kann. Ist ja ein Trend, den wir aktuell bei Konsolen durchaus beobachten. Da geht der Trend so ganz langsam in Richtung zur rein digitalen Konsole und vermutlich wird Nintendo das Ganze ebenfalls verfolgen. Sharp kündigte im Mai 2023 tatsächlich ein neues Display an und sprach davon, dass man das Ganze voraussichtlich 2024 anbieten wird bei einem großen Hersteller, der einen neuen Handheld auf den Markt bringen möchte. Volumenzahl, Ort, Zeit der Ankündigung. Es sprach einiges für Nintendo, allerdings gab es Grund zur Skepsis, denn Sharp sprach eindeutig von einem LCD-Display. Also keinem OLED-Panel, sondern einem LCD. Das ist ein Panel, eine Display-Technologie, die Nintendo bei der ersten Switch genutzt hat. Allerdings gab es ja mittlerweile die OLED-Version und die wurde stark dafür gelobt, dass sie ein wirklich gutes Display hat. Und sind wir mal ehrlich, wer mal mit der OLED unterwegs war, der möchte nicht mehr zurück zur ersten Nintendo Switch wechseln. Aber es steht im Raum, dass wir wahrscheinlich wieder einen kleinen Rückschritt machen werden. Denn statt OLED werden wir nächstes Jahr voraussichtlich zwar ein größeres Display bekommen mit 8 statt 7 Zoll, weiterhin 720p und 60 Hertz, aber es steht im Raum, dass wir kein OLED-Panel mit der ersten Nintendo Switch bekommen werden. Vielleicht hat sich Nintendo aber auch gedacht, Mensch, das mit der Switch OLED hat so gut geklappt, die hat im Nachgang die Nachfrage nochmal so gut angekurbelt. Das wiederholen wir. Es gibt erst ein IPS-Panel, später ein OLED-Panel. Mal schauen, fände ich persönlich ein bisschen schade, da ich durchaus ein großer Fan des OLED-Panels in der Switch OLED bin. Fände ich jetzt schade, wenn es da einen Rückschritt gibt. Wo es aber hoffentlich keinen Rückschritt geben wird, ist Bluetooth. Das war ja bei der ersten Switch nicht dabei, wurde später mit einem Update nachgereicht. Und das ist die passende Überleitung für den Sponsor des heutigen Videos. Ein Danke geht raus an Soundcore bei Anker, die zwei aktuelle und attraktive Kopfhörer im Portfolio haben mit einer kleinen Aktion zum Black Friday. Da wäre einmal der Soundcore Liberty 4 NC, das ist ein In-Ear-Kopfhörer, der natürlich mit ANC daherkommt und Umgebungsgeräusche bis zu 98,5% abschirmt. Es gibt einen 11mm Treiber und sogar Support für High-Res Audio. Sonst schon ein sehr attraktiver Preis, zum Black Friday kostet er nur 62,99 €. Und dann wäre da noch der Soundcore Space One. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer, ein bisschen größer, noch ein bisschen besserer Sound. Da gibt es natürlich ebenfalls ANC und das passt sich der Umgebung an. Und es gibt ein neues und besseres Design und ebenfalls Support für High-Res Audio. Da gibt es zum Black Friday eine Tasche dazu. Ich werde euch die entsprechenden Produkte natürlich in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr direkt zuschlagen. Und natürlich, ich will es nur nochmal dazu sagen, ihr müsst nicht die neue Nintendo Switch abwarten. Ihr könnt sie auch sofort mit jedem aktuellen Bluetooth-fähigen Gerät nutzen. Und wenn wir über eine neue Konsolengeneration sprechen, müssen wir natürlich auch über die Leistung sprechen. Und da steht im Raum, das hat ja schon der Chef von Activision so mal so ein bisschen angedeutet, dass die neue Nintendo-Konsole in etwa die Leistung der PlayStation 4-Ära haben wird oder Xbox One, je nachdem, welche Konsole ihr jetzt nehmen wollt. Und das ist eigentlich etwas, was man bei Nintendo durchaus kennt. Sie halten selten mit der aktuellen Konsolengeneration mit und sie hinken meistens so ein bisschen eine Generation hinterher. Es steht im Raum, dass Nintendo den Tegra T239 nutzen wird. Das ist eigentlich ein Chip, den man aus der Autobranche kennt, und zwar als Tegra 234. Ein Chip im 8-Nanometer-Verfahren, gefertigt von Samsung. Bedeutet auch nicht die ganz aktuellste Technologie des Fertigungsprozesses. Also 7 oder 5 Nanometer hätte sich vielleicht der ein oder andere schon gewünscht, aber ich glaube, das ist ein kleines bisschen zu teuer für Nintendo. Zu diesem Chip gibt es übrigens ein sehr gutes Video von Digital Foundry, welches ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Die haben sich mal angeschaut, was das für ein Chip ist und was da theoretisch gesehen alles möglich ist. Und ich fand das durchaus interessant und da würde ich auf jeden Fall mal eine Empfehlung an dieses Video aussprechen. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch für Details zur Leistung interessiert.
Und wer jetzt ein bisschen skeptisch mit Blick auf die Leistung der neuen Nintendo Switch ist, den kann ich vielleicht an dieser Stelle ein bisschen beruhigen, denn es soll 4K-Upscaling als Technologie von Nvidia kommen. Das Ganze nennt sich DLSS. In Version 3.5, also in der relativ aktuellen Version, soll das in die Nintendo Switch implementiert werden. Bedeutet, im Handheld-Modus wird sich vermutlich nicht viel tun, was die Qualität angeht, aber wir dürften eine deutlich bessere Qualität am TV bekommen. Und Nvidia hat auch immer wieder gezeigt, wie eindrucksvoll diese Technologie schon funktioniert. Und es ist etwas, auf das ich mich ehrlich gesagt schon sehr freue, denn als die Nintendo Switch OLED kam, da stand ja kurz vorher von guten und vielen zuverlässigen Gerüchten im Raum, dass auch 4K-Upscaling dabei ist. Aber damals, ihr habt es mitbekommen, Chipkrise. Es hieß, dass Nintendo sich kurzerhand umentschieden hat und sich diese Technologie jetzt für die neue Nintendo Switch 2 aufgehoben hat. Wie dem auch sei, ich hoffe wirklich, dass das kommt und falls es kommt, freue ich mich auf dieses Upgrade. Nintendo ist dafür bekannt, dass man nicht einfach nur die Leistung von der neuen Generation steigert, sondern auch den ein oder anderen Kniff einbaut, mit dem man das Ganze nochmal ein bisschen abheben möchte. Und da steht im Raum, dass man tatsächlich eine Kamera nutzen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo Kameras in einem Produkt verbaut, aber das war in den letzten Jahren dann doch eher ein bisschen weniger. Und es steht im Raum, dass Nintendo das Ganze in der nächsten Switch implementieren wird, aber leider noch komplett ohne Details. Also wir wissen nicht, was Nintendo mit diesen möglichen Kameras plant. Ich habe da in erster Linie so ein bisschen an AR-Funktionen gedacht. Pokémon Go ist ja ein sehr populäres Beispiel. Vielleicht hat Nintendo da ein bisschen was geplant, wenn man mit der Switch mobil unterwegs ist. Ich weiß es nicht, aber an dieser Stelle wollte ich nur angemerkt haben, dass es ein Gerücht gibt, dass eine Kamera in der neuen Konsole verbaut ist. Und wie sieht es mit der Abwärtskompatibilität bei der neuen Konsole von Nintendo aus? Eine Sache, die Nintendo bisher nicht gerne gemacht hat, aber mittlerweile ist es Standard bei Sony, bei Microsoft. Wir sind es gewohnt, dass wir unseren alten Spielekatalog mindestens eine Generation mitnehmen können. Wird das auch bei der Nintendo Switch 2 der Fall sein? Ich weiß es nicht. Aktuell sprechen die Gerüchte dafür, die dagegen. Es ist noch keine eindeutige Richtung, aber Nintendo selbst hat betont, der Übergang von einer Konsolengeneration soll dieses Mal reibungsloser verlaufen und der Nintendo-Account steht im Fokus, bedeutet, ihr werdet euch auf jeden Fall mit dem aktuellen Nintendo-Account der Switch auf deiner möglichen neuen Generation anmelden können. Ob ihr den kompletten Katalog an Spielen mitnehmen könnt oder ob sich Nintendo denkt, hey, wir verkaufen euch die alten Spiele wieder als Deluxe-Version zum Vollpreis, das ist aktuell leider noch offen. Ich hoffe aber wirklich, dass die neue Konsole eine Abwärtskompatibilität bieten wird. Und als letzten Punkt müssen wir auch ein bisschen über den Preis sprechen. Die Konkurrenz bei Sony und Microsoft hat die Konsolen ja um 50 Euro bei der UVP bereits erhöht. Und ihr habt euch sicher schon gedacht, das wird Nintendo vermutlich auch mit der neuen Konsole machen. Ja, aber diese 399,99 Euro, jetzt mal umgerechnet einfach grob, wir haben nur den US-Preis als Gerücht bekommen, aber das dürfte der Euro-Preis sein, gelten voraussichtlich nur für die digitale Version. Wer die Version mit Cartridges haben möchte, wird vermutlich 450 Euro oder 449,99 Euro zahlen müssen. Bedeutet, es könnte sein, dass die neue Konsole auch 100 Euro teurer wird. Es ist noch sehr früh. Es sind allgemein Gerüchte, es ist allgemein auch viel Spekulation und Nintendo wird sich den Preis mit Sicherheit auch bis zur letzten Minute aufheben, um zu schauen, was man dann wirklich verlangen kann. Aber die Nintendo Switch war sehr preisstabil, wurde trotzdem gekauft. 350 Euro glaube ich nicht. Also ich rechne mindestens mit 400 Euro und dass die neue Nintendo Switch ein bisschen teurer wird. Kurz vor der Nintendo Switch OLED gab es wirklich gute Gerüchte zum OLED-Modell und es ist vieles eingetroffen, nur das mit dem Chip kam eben nicht und das fand ich ein bisschen schade, denn ich habe mir schon damals gewünscht, dass man 4K-Upscaling am TV nutzen kann, denn ich muss sagen, im Handheld-Modus wirklich guter Handheld, bin ich mit zufrieden, aber am TV in der heutigen Zeit, vor allem nach der neuen Generation mit PS5 und Xbox Series X, muss ich sagen, also mindestens 4K, von mir ist auch über Upscaling, würde ich langsam wirklich gerne haben. Da darf gerne ein bisschen mehr aus dem Hause von Nintendo kommen. Und sind wir mal ehrlich, die aktuellen Zelda-Spiele in 4K-Upscaling in 60 Frames per Second wären ein absoluter Traum. Ich hoffe, dass das mit der nächsten Generation dann wirklich langsam mal möglich sein wird. Die einzige Sache, die mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist eigentlich aktuell nicht unbedingt nur bei der Preisanstieg. Damit rechne ich ehrlich gesagt, aber vor allem das LCD-Panel. Das OLED-Panel der Nintendo Switch ist wirklich sehr gut. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das vielleicht sogar noch in einer besseren Qualität bekommen und nicht in Display-Technologie zurückgehen. Aber mal schauen, was da geplant ist. Es gibt auch gute LCD-Panels. Ich bin da nur ein kleines bisschen skeptisch, was diesen Punkt angeht. Aber worauf ich noch viel gespannter bin, ist, wie schafft es Nintendo, diesen Übergang der Konsolengeneration zu gestalten? Beim Übergang von der Wii zu Wii U war das ein großer Flop, weil man etwas anders machen wollte, damit es anders gemacht wird. Aus Prinzip. Macht Nintendo gerne, kommt aber nicht immer gut an und die Wii U war der größte Flop in der Geschichte von Nintendo bis heute. Allerdings lernte man daraus
und machte es mit der Nintendo Switch deutlich besser. Sie wurde sogar die erfolgreichste Konsole aller Zeiten von Nintendo. Mit über 130 Millionen Einheiten hat sie die Wii abgelöst. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir eine Kurve bei Nintendo sehen werden, ob es hoch und runter geht bei den neuen Konsolen, ob die nächste Generation wieder zum Scheitern verurteilt ist oder ob Nintendo daraus gelernt hat, was sie bei der Wii U falsch gemacht haben und nicht einfach etwas anders macht, damit es irgendwie grundsätzlich anders ist. Ich bin gespannt. Das wird eine sehr, sehr spannende Übergangsphase zwischen der erfolgreichsten Konsole von Nintendo zur nächsten Konsole. Und ja, dann würde ich sagen, quatschen wir da mit Sicherheit nächstes Jahr noch ein bisschen genauer drüber. Ich glaube nicht, dass sie Switch 2 heißt. Vielleicht Switch 4K oder irgendwie sowas in dieser Art, mit dem man zeigen möchte, welches Feature da besonders ist, wie bei der Switch OLED. Wie gesagt, Switch 2 würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt damit rechnen. So, das war's von meiner Stelle. Ich hoffe, euch hat das aktuelle Video zur neuen Konsole aus dem Hause Nintendo gefallen. Und dann würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch befreuen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.